Das US-amerikanische Space Shuttle-Programm ist im Jahr 2011 eingestellt worden. Seitdem war die NASA auf die Sojus-Kapsel der russischen Weltraumorganisation Roskosmos angewiesen, um zur ISS zu gelangen. Das kratzt am Image, außerdem war es auch teuer. Ein Sitz in einer Sojus-Kapsel kostete die NASA bisher 80 bis 90 Millionen US-Dollar. Die NASA gab zwischen 2017 und 2019 etwa 1 Milliarde Dollar aus, um ihre Astronauten in den russischen Raketen mitfliegen zu lassen. Luftfahrtexperte Vadim Lukaschewitsch erklärt, Elon Musk und die US-Raumfahrtindustrie in ihrem derzeitigen Zustand sind für Russland sehr ärgerlich. Wenn es ihn nicht gäbe, hätten wir uns damit brüsten können, dass wir das Mutterland der Raumfahrt sind. Doch so sind uns die USA weit voraus. Im April sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rosogin gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass man Geld einsparen müsse, um auf dem internationalen Markt mithalten zu können. Um unsere Präsenz auf den Märkten zu stärken, wollen wir die Kosten für die Raumfahrtträgerdienste um mehr als 30% senken. Diese vorgeschlagene Preisgestaltung ist unsere Antwort auf die Unterbietung der Preise durch amerikanische Unternehmen, die aus dem US-Haushalt finanziert werden. NASA-Chef Jim Bridenstine hofft, dass auf Flügen zur ISS künftig mit Russland die Sitze getauscht werden, anstatt dafür zu bezahlen. Wenn wir weiterhin russische und amerikanische Raumfahrer an Bord der ISS einsetzen wollen, dann müssen wir bereit sein, russische Kosmonauten in unsere Besatzung aufzunehmen. Im Gegenzug müssten amerikanische Astronauten bei den Sojus-Missionen mitfliegen können. In diesen Tagen starten US-Astronauten mit dem privaten Unternehmen SpaceX zur ISS. Sollte diese Mission erfolgreich verlaufen, stünden den USA künftig wieder Raumschiffe zur Verfügung. Flüge bei Russland zu kaufen, das wäre dann hinfällig.